Königtum. Als Königtum bezeichnet man die Staatsform, in der ein König regiert. Königtum ist auch eine Monarchie. Königtum wird auch bezeichnet als Königreich. Königtum ist historisch eine relativ neue Entwicklung. Wenn man eben sieht, dass Menschen es schon seit einigen Jahrhunderttausenden gibt, letztlich schon seit einigen Millionen gibt es Menschenartige, die Hominiden. Und man nimmt an, dass in früheren Zeiten, schon seit es den Homo sapiens gab, die Menschen in kleineren Gruppen zusammengelebt haben. In kleineren Stämmen oder eben auch im kleinen Familienverband in der Sippe. Da gab es keine Könige, gab es kein Königtum. Es gab recht demokratische Entscheidungsfindungen. Selbst Häuptlinge waren nur für kürzere Zeit Häuptling. Und in jedem Fall war es normalerweise üblich, dass gleichmäßig entschieden wurde. Man findet bis heute die ältesten Dörfer der Jungsteinzeit so, dass es kaum Unterschiede gibt, wie die Häuser waren. Irgendwann, als die Dörfer größer wurden, sieht man auch, dass es manche größere Häuser gibt und kleinere Häuser. Das heißt, mit der Größe einer Siedlung wuchsen auch die sozialen Unterschiede. Und irgendwann war es notwendig, dass man das Ganze zentral koordiniert und so entstanden Königtümer. Man nimmt zum Beispiel an, dass die ersten Königtümer entstanden an Flüssen, wo Bewässerungsanlagen entstehen mussten. Eben das alte Ägypten am Nil, dort gab es die Pharaonen, oder auch im Zweistromland, vielleicht auch am Indus und am Gelben Fluss. Es braucht eine zentrale Koordinierung von größeren Projekten und dort hat sich als erstes Königtum entwickelt. Man weiß zum Beispiel auch bei den Israeliten, dass irgendwann das Königtum begann. So wird es ja auch beschrieben im Alten Testament, im Buch der Könige und davor auch im Buch Samuel. Ursprünglich haben das Volk Israel gelebt mit ein paar Stammesanführern, die sich abgesprochen haben. Aber wegen den Bedrohungen drumherum, wo größere Völker gekämpft haben, dort hatten die Israeliten gedacht, sie brauchen einen König, der alles koordiniert. Der Samuel hat das Volk Israel gewarnt und hat gesagt, ihr wollt einen König, um euch zu koordinieren, aber der wird auch diktatorisch sein. Und so kam es ja auch nachher. Saul und David und Salomo, die ersten Könige im neuen Königtum Israel, waren zwar fähige Herrscher, aber auch Willkürherrscher, die auch den Tod von anderen befohlen haben. In neuerer Zeit ist eine der größten Entwicklungen, dass man festgestellt hat, ist, man kann auch große Staatswesen regieren ohne Königtum. Das ist einer der Verdienste zum Beispiel der Vereinigten Staaten, dass dort erstmals ein großes Gemeinwesen existiert hat, das über repräsentative Demokratie ein Staatswesen zusammenhalten könnte, ohne Königtum. Und heutzutage gibt es zwar immer noch Monarchien, aber das sind typischerweise konstitutionelle Monarchien, also Monarchien, wo es den König nur noch als repräsentatives Staatsoberhaupt gibt. Dass Könige wirklich viel zu sagen haben, ist heute eher selten. So kann man sagen, Königtum war eine vorübergehende Erscheinung in der Menschheitsgeschichte. Ein erster Versuch, größere Gemeinwesen zu regieren.